zwei neue Folgen. Nächste Ausfahrt Glück gibt es in der ZDF-Mediathek und ich freue mich heute, die Hauptdarstellerin zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Valerie Niehaus. Wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Nico? Dankeschön, mir geht's auch sehr gut. Schön. Schön. Ich muss dir aber tatsächlich sagen, ich kannte Nächste Ausfahrt Glück noch gar nicht und ich glaube, das kann, obwohl ihr sehr gute Quoten habt, einigen so gehen. Deswegen würde ich dich am Anfang mal bitten zu erzählen, worum geht's bei Nächste Ausfahrt Glück? Ja, wir erzählen da von einem Freundeskreis in Eisenach, die sich so seit der Schule kennen. Die sind jetzt alle so in meinem Alter, Mitte 40 bis Mitte 50 und sind seit damals enge Freunde geblieben. Und einer aus dieser Truppe ist 89 über die Prager Botschaft noch abgehauen und ist dann jetzt in den ersten beiden Folgen zurückgekommen. Nach 30 Jahren und hat dann dort eigentlich so ziemlich alles durcheinander gebracht. Also die anderen fünf sind zusammengeblieben, es wurde geheiratet, Kinder sind zur Welt gekommen, man hat so sein Leben gemacht. Und jetzt, wird irgendwie durch so eine alte Bekanntschaft, sowohl in den Freundschaften wie auch in der Liebe und vielen Fragen des Lebens, einfach so alles durcheinander geworfen durch so einen Kometen von außen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass erschütternd viele, glücklicherweise Frauen bei der Produktion sind. Schnitt Ulrike Leipold, Kamera Jolisva von Dalwitz, Kostüme Corinna Baum, Musik Freier Ade, Producer Magdalena Frau, Regie Esther Gronenborn. Und natürlich gibt es auch Männer-Szenenbild Eduard Krajewski und Ton Magnus Pflüger. Buch Gregor Weber, das ist toll, so schön eine Produktion zu haben, bei der so viele Frauen dabei sind. Merkt man das auch am Set? Ich glaube schon, dass es mir hier zum Beispiel tatsächlich mal aufgefallen ist. So, wenn man mal so einen Blick streifen lässt übers Team oder in der Mittagspause oder sowas, dass es sehr, sehr viele Frauen sind. Tatsächlich ist mir das hier, glaube ich, zum ersten Mal, obwohl das ja seit Jahren versucht wird und auch gemacht wird, aber hier ist es mir tatsächlich viel aufgefallen. Merken ansonsten, also an der Energie oder sowas kann ich das eigentlich nicht feststellen und das hätte mich aber eigentlich gar nicht überrascht, weil das natürlich ein anderes Miteinander ist. Das ist es ja auch unter Männern. Aber es bleibt trotzdem noch so gemischt dann im Gesamten, dass das sich nicht so äußert fand oder so zeigt. Ja. Auf jeden Fall hat mich das sehr gefreut. Und ich hoffe, dass andere Produktionen sich da mindestens ein Beispiel dran nehmen. Das wäre schön. Und neben dir sind tolle Menschen vor der Kamera. Dirk Borcher, Susanne Simon, Ernst Stötzner. Und lass uns über deine Kinder sprechen. Dein Sohn wird gespielt von Sebastian Schneider und deine Tochter von der großartigen Runa Greiner. Was für eine tolle junge Schauspielerin. Ja, in der Tat. Und was für eine Knallerfrau auch, ne, im Umgang. Also ganz stark, manchmal finde ich viel zu weit an bestimmten Stellen für sie als junge Frau eigentlich noch. Das ist natürlich oft so bei Leuten wie uns, Schauspielern, dass man da schon mal was erlebt hat, auch in seinem Leben vielleicht und irgendwie auch so ein bisschen außerhalb der eigenen Gruppe ist. Und das talentiert natürlich besonders dazu, einen Blick auf diese Gruppe von diesem außerhalb eben zu werfen. Und ich finde, Runa ist da ein Riesenkandidat drin. Also ganz besonders ist sie, ja. Ich hatte Runa das erste Mal wirklich auf dem Zettel bei Tina Mobil. Dort spielt sie die älteste Tochter und meine Güte, hat die da abgeliefert. Das ist irre. Die wird riesig. Das kann an der Stelle schon mal, glaube ich, sicher gesagt werden. Und bei dir ist es ja so, jetzt bei den neuen Folgen Nächste Ausfahrt Glück gibt es auch eben Rückblicke zu diesem Moment, als einer von eurer Gang eben dann doch in den Westen gegangen ist. Hast du dein jüngeres Ich mal persönlich am Set getroffen, weil ihr habt ja logischerweise keine Szene zusammen? Ja, haben wir. Ich habe sie auch gesehen, aber es ist ganz sonderbar. Also als wir anfingen letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich gedacht, ach, da musst du dich da mit den Jungen unbedingt besprechen. Und dann waren die da, alle beide. Das ist ja das Paar, was da in die Rückblende kommt. Und dann fand ich das ganz schwierig. Die sind super nett, alle beide, aber ich lache da immer so ganz verschämt vor mich hin, wenn ich die sehe und mich überhaupt nicht mehr normal benehmen, ehrlich gesagt. Also, hey, also es ist total bescheuert und ich habe dann entschieden, um meine Souveränität nicht noch weiter zu riskieren, aus der Ferne zu winken und das zu akzeptieren. Das ist eine sehr emotionale Figur für mich, deren Geschichte ist emotional, diese Zeit ist für mich sehr emotional, ich bin der Sache echt total verbunden. Und diese Jugend von Katharina und Juri, das ist der andere, die ist eben so entscheidend für alles, was wir auch im Jetzt erzählen, in der Gegenwart versuchen zu erzählen, dass, also es kommt mir irgendwie unheimlich und unheilig vor. Und deswegen bleibe ich da so ein bisschen weg und gucke dann
was die machen und lass mich davon genauso inspirieren, wie die sich, glaube ich, von uns als erwachsenes Paar auch inspirieren lassen. Oder natürlich versuchen wir, aber wir haben das eben nicht über besprechen, lasst uns mal alle miteinander so und so machen, sondern wir haben da, glaube ich, eher gegenseitig voneinander genommen, was wir dann in den Mustern halt gesehen haben. Und die Liebe, die ich jetzt spüre, oder die Liebe, mit der du über, fast Deutsch, und die Liebe zu deiner Figur, die ich jetzt rausgehört habe, zu Katharina, hast du beim ersten Mal Drehbuch lesen schon gedacht, dass das mal so eine Liebe werden könnte? Ja, tatsächlich ist das so ein Projekt. Also die kommen ja alle paar Jahre mal rum, wo man denkt, wow, das ist wirklich für mich Katharinas Geschichte. Also zum einen hat es für mich einfach viele Dinge, die ich aus meiner Kindheit kenne, ohne dass ich bin Westdeutsche, aber ich habe eben so eine relativ intensive Kindheitserfahrung der ostdeutschen Grenze mitgenommen, weil ich dort aufgewachsen bin, auf der westdeutschen Seite der Zonengrenze und viele Leute von dort kenne und immer kannte. Und dann sind der entscheidende Punkt für mich war, glaube ich, dass die beiden zusammen, also Juri und Katharina, waren auf dem Bruce Springsteen-Konzert, was damals ja riesen Furore gemacht hat. Und ich persönlich habe ihn auch in dieser Zeit, ist er auch in mein Leben gekommen über eine meiner älteren Schwestern und der bedeutet mir total viel. Und das war so ein Moment in dem Drehbuch, wo ich gedacht habe, wenn die das zusammen erlebt haben, haben die keine Chance, jemals ohne einander sein zu können. Und diese viele solcher Momente gab es schon im Drehbuch und sind dann auch mit der Regisseurin aus den ersten beiden Teilen, Frances Milecki, eben zu so einem intensiven Leben erweckt, dass ich da total dran hänge. Ich bin erst gestern irgendwie durch die vermeintlich frühlingshaften Straßen Berlins gegangen und habe an die beiden gedacht und habe Born to Run gehört auf dem Kopfhörer, was auch ein Song von Springsteen ist, und habe gedacht, ich freue mich unheimlich darauf, die bald wiederzusehen. Ich hoffe, wir machen dieses Jahr weiter. Und die sind mir richtig, ja, die ist mir einfach mit ihrem Schicksal und mit ihrem Stress und mit dem, was sie da versucht, irgendwie auf die Reihe zu kriegen, wirklich nah. Mhm. Sehr schön. Und ich finde, das sieht man auch. Lass uns ein paar Jahre zurückspringen. Viele Menschen können sich an ihr Abitur und vor allem an die Feier des Abiturs gar nicht mehr so wirklich erinnern. Bei dir war das ein bisschen anders. Ne? Normalerweise, man tanzt, trinkt und der nächste Morgen ist hart. Bei dir war der Tag ein bisschen anders. Ne? Wie war das bei dir damals? Ich war da schon auf dem Weg zur Arbeit irgendwie, auch innerlich. Und für mich war die Schule ein bisschen eine Durchgangsstation in den letzten Jahren. Also ich habe das so ein bisschen dem elterlichen Vertrag entsprechend zu Ende gebracht. Heute denke ich auch mir selbst gegenüber wahrscheinlich was beweisen müssen. Aber ich wollte da eigentlich weg und ich wollte da längst spielen. Ich habe ja mit 13 das erste Mal gespielt, hast ja vielleicht da auch gelesen. Das war also irgendwie so in meinem Kopf, dass man das machen kann. Da hatte ich eine Dreherfahrung und das ist einfach eine Welt gewesen von Anfang an, die mich gelockt hat. Und so kam es dann eben auch, die Dinge ziehen sich ja dann auch an. Und am Tag des Abiturs oder dieser Notenvergabe war ich halt morgens irgendwie beim Casting um 9. Und um 11 gab es das Zeugnis, ich hatte das bestanden, das war der Deal. Näher wurde darauf nicht eingegangen. Und die Party, ja, also das weiß ich nicht mehr, aber es gibt sehr viele Partys in den 90ern, an die ich mich nicht erinnern kann, mein Lieber. Und wer die erlebt hat, der kann sich auch nicht mehr erinnern. Auch vorher nicht und auch hinterher nicht übrigens. Und dann warst du für Schlappe 408 Folgen. Julia 545, was redest du denn? 408? Sehr pipifax. 545, ja. Krass, 545 Folgen. Verbotene Liebe und ich kann dir aus voller Überzeugung sagen, ich habe keine einzige Folge gesehen. Oh Mann, wie sympathisch. Wie oft unterhalte ich mich mit Leuten, die das total spannend finden, darüber zu reden, wie sie das früher immer geguckt haben. Und ich denke immer so, ja, okay. Aber ja, hast du nichts verpasst, würde ich auch sagen. Also ich normalerweise sage ich jetzt immer, ach, da bin ich aber froh, dass trotzdem was aus dir geworden ist. Das kann ich jetzt dir gegenüber nicht sagen, aber ja, ich würde auch sagen, hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. Aber trotzdem ist es folgendermaßen diese Sache und das ist das Interessante daran. Die ist auch 30 Jahren immer noch in den Herzen der Leute. Ne? Das ist für mich sicherlich was, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich habe früher auch nicht über sowas nachgedacht, aber es ist im Rückblick schon enorm, dass so ein Format
in so einer Zeit sowas auslösen kann. Das ist ja heute nicht mehr möglich. Und es ist auch nicht die Genialität der Sache, die das macht, sondern es ist eben der richtige Zeitpunkt und die Sensibilität der Zeit, die wir da irgendwie haben wir da irgendwas getroffen, was ganz viele Leute wissen wollten. Und das kann man nicht wissen. Es ist dann ein Glück. Und vielleicht war es auch die Chemie von dir und Andreas Brugger. Ja, das kann wirklich sein. Also offensichtlich, es war ja auch eine fatale Situation auch hier. Ja, es ist wirklich, also das war natürlich eigentlich auch ein Fass ohne Boden. Ne? Mit seinem Bruder kann man nun mal einfach nicht so richtig gut zusammen sein. Manche würden vielleicht widersprechen. Ich weiß auch nicht, wie weit wir es auch hier noch in der freien Welt getrieben kriegen. Aber es gibt natürlich Probleme. Es gibt da doch Probleme. Wann hast du denn Andreas das letzte Mal gesehen oder sind nach Verbotene Liebe die Wege ganz weit auseinandergegangen? Ja, die sind auseinandergegangen. Also wir alle haben uns eigentlich aus den Augen verloren. Wenn man sich mal sieht auf einer Veranstaltung, ist das ein wunderschönes Wiedersehen. Wir wurden dann irgendwie so in den ersten Jahren nach unserem Ausstieg, das war ja dann schon 96, wurden wir manchmal noch zu irgendwelchen Events mal geladen. Dann hat man sich da schon gesehen. Das ist schon magisch. Wir haben schon richtig was erlebt miteinander. Es ist wie Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, meine Lieben. Die sind ja auch dicke Freunde geblieben, aber Andreas und ich nicht. Tja, wurdest du angefragt für Verbotene Liebe Next Generation? Ja, aber für ein Cameo. Ja. Nicht ernsthaft noch. Aber ich hab das dagegen entschieden. Also ich wollte es nicht machen. Was ich auch tatsächlich viel spannender fand als Verbotene Liebe in deiner Karriere, war, dass du direkt danach nach New York City gegangen bist. New York City, ja. Hat dich das Überwindung gekostet oder war das einfach nur pure Freude? Auch da wollte ich dann schon wieder weg, da wo ich war. Und war also total aus Köln diesmal. Mit wehenden Fahnen aus der Schule der Daily Soap. Nee, das hat mich keine Überwindung gekostet. Das war geboren bei einem Aufenthalt in den Staaten. Da habe ich einen Freund besucht während der Verbotene Liebe. Und der hat irgendwie zu mir gesagt, Mensch, willst du nicht mal überlegen, ob der... Wir haben andere Freunde besucht, die auf dieser Schule waren. Und das hat mir... Ja, irgendwie haben wir dann darüber geredet. Es war eigentlich eher wie eine Möglichkeit, ganz schnell eine ersehnte Wendung ins Leben zu bringen. Und es ist ja so, wenn der Student soweit ist, kommt der Lehrer. Und New York war die Möglichkeit für mich... einer Sache zu folgen, die mich lange umgetrieben hat, ohne dass ich das so richtig wusste. Also die Verbotene Liebe war schon sehr, sehr harte Arbeit. Aber dann eben eine Art von Zukunft zu sehen plötzlich, das war toll für mich. Nee, ich bin dann wirklich damit wehenden Fall. Ich habe es, glaube ich, bis zum 21. Dezember gedreht und am 3. Januar bin ich, nachdem ich zwei Wohnungen aufgelöst habe, nach New York gezogen. Also ich hatte da gar kein Problem. Auch keine Freunde habe ich auch bis heute nicht. Also wahrscheinlich auch deswegen, weil ich mit solchen Sachen keine Probleme habe. Und jetzt warst du von 97 bis 99 da. Ich drücke aber die Daumen, dass du dich wenigstens an einige Partys aus der New Yorker Zeit erinnern kannst. Ja, doch, an viele. Es gibt ja auch Fotos. Man weiß, man war da. Nein, tatsächlich viel mehr an diese Zeit als jetzt unbedingt so Wochenendtanzereien im Kölner Raum, die sind natürlich schnell mal, wenn man da gestresst ist von der Arbeit. New York war natürlich eine Ansammlung von erfüllenden Erlebnissen, auch durchaus schwierigen und stressigen, aber das war ein Leben dort für mich, eine Freiheit. Also ich hatte da eine Glatze, ich habe da mein Ding gemacht in der Schauspielschule, ich war da akzeptiert für mich, ich war da nicht Valerie Niehaus und es hatte auch keiner so schlecht darüber geredet, wie das in Deutschland dann so war, wie man da so, man wurde echt gedisst, dass man in so einem Format spielt. Gleichzeitig haben das irgendwie jeden Tag 8 Millionen Leute geguckt, da hast du immer so gedacht, komisch, wie das irgendwie zusammengeht. Also das war dort natürlich was ganz anderes und das habe ich einfach alles nur genossen. Alles, was es dort zu sehen und zu erleben gab, war wunderbar. Und diese Quintessenz davon, die weiß ich im Wesentlichen bis heute. Ich kann wahrscheinlich nicht jedes Gespräch erinnern. Das möchte ich gerne zugeben. Ich habe mich riesig gefreut, als du dann ab 2015 und auch 2018 im humorigen Bereich öfter zu sehen warst. Du warst bei 30 Folgen, ich hoffe es stimmt, 30 Folgen Sketch History dabei. Und großartig. Und eben seit 2018 bist du bei der Heute-Show dabei. Das sind zwei so wunderbare Formate. Sieht das leicht aus und ist schwer oder sieht es für dich schwer aus und ist es auch?
Also ich fand das schon schwer. Gerade Sketch History, das hatte ich wirklich noch gar nicht gemacht. Also ich habe ja Komödien gespielt, so sind die im Zweifel auch an mir mal hängen geblieben. Aber Sketche sind natürlich in der Kürze, wie sie gemacht sind, also die Dramaturgie ist einfach eine total andere, ja. Und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und nun bin ich da glücklicherweise in ein Ensemble gekommen, wo ich auch da nicht in die erste Reihe musste. Ich durfte da ganz in Ruhe da in der zweiten Reihe spielen und zugucken und lernen. Und das habe ich da genossen, weil das natürlich, das ist einfach auch wirklich lustig, sowas zu machen. Und diese Kollegen, Max Giermann, der auch bei dir war schon, und Matthias Matschke und Alexander Schubert und Holger Stockhaus und die Damen, auch Judith Richter, ja, also ich habe schon Judiths Mutter geliebt, im Fernsehen als wirklich witzige Frau neben Dieter Krebs, und Judith ist absurd witzig. Und das ist dann schon eine Arbeit, die auch so anstrengend ist. Also diese Kostüme, diese Aufbauten, alles, was wir da so haben, das sind dann schon mal gerade für Max ja wirklich 3-4 Stunden Maskenzeit. Das ist enorm aufwendig und anstrengend. Und von einem Teamgeist und von einem Humor geprägt, der halt natürlich immer im richtigen Moment aufhören muss, damit man diese Arbeit irgendwie machen kann. Aber das war eine wunderbare Zeit und ich habe da total viel gelernt. Aber ich fand das immer sehr schwierig, hielt mich auch wirklich für total unlustig. Ich habe das aber einfach in Kauf genommen, habe gedacht, scheiß auf deine Eitelkeit, du bist in diesem Ensemble, vergiss es und genieß es einfach und versuch auch irgendwann mal einen Punkt zu machen. Und manches hat ja dann auch funktioniert, aber ich finde, die anderen waren schon besser. Und nicht, weil das so generell mein Charakter ist, das immer zu denken, aber in dem Fall ist es einfach wirklich so. Ich habe da aber unheimlich viel gelernt. Und ich liebe es mit denen, da wird ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, eventuell passiert da was. Ich überlasse das mal den anderen, aber eventuell passiert da noch alsbald was und es gab auf jeden Fall ein Wiedersehen. Ach, ich hoffe so sehr, weil Sketch History wirklich, ach, Max Giermann als Klaus Kinski, als Julius Caesar. Das alles, Legende. Ja. Also das war wirklich, auch das mit den explodierenden Schafen. Oh, es war wirklich, also Sketch History, zu Recht Legende. Und mal sehen, was da passiert. Jetzt aber erstmal für euch quasi ab in die ZDF-Mediathek die neuen Folgen von Nächste Ausfahrt Glück schauen. Dort wird Katharina Wegener gespielt von Valerie Niehaus. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke für die Einladung und schön war es, dich kennenzulernen, Nico. Und du hast jetzt aber noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt muss ein wunderbarer Ort werden. Wenn ihr dafür sorgen könnt, einen Streit zu schlichten, indem ihr einfach einschreitet und sagt, was ist hier eigentlich los, dann tut das bitte. Wegschauen hilft nie. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend, zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Valerie Niehaus. Bis dann. Tja, ihr Lieben, ich würde sagen, überall, wo man hingeht, nimmt man den Sonnenschein seines Herzens und lässt ein bisschen davon da.